Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Es geht weiter und ja, scheinbar finde ich irgendwie nicht diesen geheimen Raum. Also zumindest gerade nicht. Aber ich meine, der war hier irgendwo. Kein Schimmer genau wo, aber er war hier irgendwo. War der hier? Nö. Also es geht hier zwei Wege runter, aber ich weiß jetzt nicht, welchen wir als erstes gehen sollten. Ich mache mal wieder ein Save. Ja, Rocky. Bei Fuß. Okay, viermal Asche gefunden. Ich meine, irgendwo musste man in so eine Ecke gehen, dann ging es in den nächsten Raum oder so ähnlich. Ah, Mann. Ich gucke jetzt mal hier. Ich hasse das, wenn es mehrere Räume gibt und man weiß jetzt nicht direkt, welchen man als erstes gehen sollte. Und ich habe auch nicht immer, wenn ich ehrlich gesagt sein soll, Bock. Ah, genau, hier. Hier. Hier lernen wir, glaube ich, auch eine neue Technik. Wer bist du denn? Ich verstecke mich hier vor der Echsenbrut. Ich kämpfe gegen die Echsenbrut. Sie sind dabei, den Vulkan zu löschen. Aha. Dann vertraue ich... Ach, dann vertraue dich mir an. Ich gebe dir etwas, das du sicher gebrauchen kannst. Das ist die Turbo-Antriebsformel. Sie wird deine Beweglichkeiten im Kampf erhöhen. Du brauchst nur etwas Wachs mit zwei Tropfen Wasser vermischen und das Elixier ist fertig. Ja, und schon haben wir die nächste Formel. Erhöht Beweglichkeit des Ziels. Ja, ob wir das öfters benutzen werden, das kann ich euch noch nicht versprechen, weil das ist so ein Zauber, den werde ich nicht so oft benutzen. Auf Wiedersehen. Ah, den kann man, glaube ich, an... Nee. Nee, der war das nicht. Ich meine, einen von diesen konnte man anquatschen, von diesen Echsen. Jetzt weiß ich auch wieder, dass das Echsen sind. Ich habe ja gedacht, das sind so irgendwie Raptoren oder so. Aber, naja, dann habe ich jetzt wenigstens diesen geheimen Raum da gefunden, den ich die ganze Zeit gesucht habe oder finden wollte. Was jetzt? Ja, einfach weiter runter, ne, würde ich mal sagen. Ja, bis jetzt hatte ich Glück. Ah, Mann. Ja, nee, ich will meine Formel nicht verbrauchen, weil wir haben nicht mehr viel Wachs und allem. Natürlich wäre das jetzt ein bisschen klug, wenn der Hund nicht so aggressiv wäre. Moment. Vielleicht finde ich dann ab und zu mal was anderes. Los, Rocky. Ja, genau. Kümmere dich ein bisschen um die Gegner oder ich kümmere mich um die Gegner. Ich werde den Speer sowieso erstmal ausgerüstet lassen. Ich glaube, den werde ich vielleicht sogar Stufe 3 machen. Ah, Wasser gefunden, toll. Okay, hier können wir runter und da können wir hoch. Aber ich glaube, oben sollten wir erstmal gucken, weil wir von oben nicht herkommen konnten. Ja. Dreimal Asche gefunden, zweimal Stücke Wachs. Hier sollte doch noch irgendwas sein, Rocky, oder verarschst du mich wieder? Nee, doch, hier ist was. Ja gut, das heißt, wir müssen jetzt hier entlang, dann kommen wir dann, glaube ich, in dem einen Raum, wo wir schon mal waren. Ja genau, hier, dann sind wir halt nur hier oben. Da ist wieder ein Gegner. Na? Wo findest du denn was? Ja, such! Rocky, such. Ja, fein. Hier sieht es so aus, als ob hier irgendwas ist, oder? Aber irgendwie ist hier nichts. Da hätten die doch auch irgendwas hinpacken können. Aber nein. Boah. Ich will irgendwie noch ein Level abgehen. Wie lange brauchen wir eigentlich noch, um noch ein Level abzubekommen? War so viel. Oh, Rocky braucht ja noch länger. Wir sind aber Rocky weit voraus. Ich denke mir mal, weil ich ihn mal auf nicht aggressiv... Ah, der! Ach du Scheiße, boah. Der ist ein bisschen stärker. Na komm, wenn ich mich schon heile, dann kann ich Rocky auch heilen. Komm, dich will ich jetzt aber battlen, weil ich glaube, von dir kriegt man gute Erfahrungspunkte. Ja, halt das aus. Aber wenn Rocky dich angreift, dann bist du direkt platt, Alter. Bist du One-Hit.
toll. Schade, warum Rocky nicht getroffen hat. Dann wäre der jetzt wenigstens zum Dritte. Aha. Da, wir haben Pfeffer erhalten. Genau, wir mussten den sogar plätten. Um Pfeffer zu kriegen. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Ey, darauf muss man auch erstmal kommen, oder? Krass. Heißt das jetzt, wir müssen den ganzen Weg zurück, damit wir jetzt den Felsen wegbewegen können? Aber wo? An welcher Stelle? Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wo jetzt vielleicht noch so ein Fels war. Können wir da runter? Nö, können wir nicht. Ich sollte mich aber trotzdem mal wieder heilen. Ich hasse das, dass das nur 40 KP heilt. Das ist voll wenig. Der ganze Weg, ey. Nur wegen dem Gegner, damit er Pfeffer hat. Naja, besser als zum Sumpf zurückzukehren, weil das wäre heftiger, der Weg. Ach, Leute, ich hätte links abbiegen müssen. Ja, komm, Rocky. Wenigstens ist er auch schnell. Der braucht den Jaguar-Ring gar nicht. Oh, Mann, ey. Stimmt, den Jaguar-Ring habe ich euch gar nicht gezeigt, ne? Wo kann ich ihn euch zeigen? Hier im Beutel. Ja. Der ganze Beutel kann voll werden mit den geilsten, seltensten Items überhaupt im Spiel. Je nachdem wirken die, dass ihr mehr Angriff macht, dass ihr mehr Verteidigung habt, dass ihr nicht mehr vergiftet werden könnt und so weiter. Aber dann müsst ihr so Tauschgeschäfte und so machen, aber das werden wir auch noch machen, aber dazu kommen wir halt später. Oh Mann. Ey, ihr geht mir so auf die Nerven, ne? Ich glaube, ich sollte ein paar betteln. Wo ist der? Steckt er sich jetzt da unten? Toll. Ist er jetzt verschwunden? Moment, hier war, glaube ich... Ja, genau, hier mussten wir durch. Gut, dann lasst uns mal weiter voranschreiten. Hier wieder mal ein Safe setzen. Ist hier was? Rocky? Oh, nö, hier ist nichts. Och, nö. Wachs gefunden. Das ist auch wieder so eine Art Labyrinth. Und ich hasse Labyrinth. Ah, wir können nur von da und da hoch. Ja, kommt. Ich mache hier einfach mal ein Safe. Weil wenn wir in einen anderen Raum kommen, kann es sein, dass es ja dann hängen bleibt und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Genau, einen Moment, Leute. Ich muss mal kurz, genau. Ich muss nämlich gucken, wie ich dann von dem einen Ort zum anderen überhaupt gelange. Oh, nö. Wo kommen wir jetzt hin? Lol. Lehm gefunden, okay. Hier ist nichts, auch wenn es danach den Anschein hat. Ich meine nämlich, hier kriegt man noch irgendwo eine Formel. Fragt mich jetzt aber nicht, wo. Muss ich selber mal gucken. Oh, jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay, dann gehe ich... Ah, nein, schnell. Ah. Ja, weiter geradeaus. Ja, wir gehen erstmal weiter geradeaus. Da, genau. Ich glaube, das zeigt uns, dass wir da entlang können. Im anderen Raum befindet sich ein Schalter. Wenn wir diesen Schalter betätigen, können wir dadurch vielleicht die Tür öffnen. Genau, das müssen wir nämlich auch machen. Ich mache nochmal ein Save. Ja. Okay, ich versuche jetzt mal hier geradeaus weiterzugehen, anstatt nach links. Mal gucken, wo wir da auskommen. Ich versuche mir die Wege einigermaßen zu merken. Es ist nicht einfach, wenn ich ehrlich bin. Ach du Scheiße, was es hier für Wege gibt. Alter. Da kommt man ja voll durcheinander. Oh, wir sind sogar direkt hier. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da, den können wir anquatschen. Aua, hey, Vorsicht, ich werde dir nichts tun. Nicht alle Echsen sind bösartig. Ich bin euch gut gesinnt. Früher waren alle Echsen friedlich.
doch sie wurden Opfer des Bösen. Eine fremde Kraft benutzt Raptoren und Echsen für ihre Zwecke. Bekämpfe das Böse und wir werden eine neue Chance bekommen. Möchtest du den Spielstand speichern? Ja, der ist ziemlich korrekt und nett, wie ihr sehen könnt. Auf Wiedersehen. Ja, wir haben es direkt geschafft, den Schalter zu finden, was ich nicht gedacht hätte. Aber wir sollten trotzdem nochmal in den anderen Räumen gucken, weil... Ja. Nein, ich wollte doch hier rechts. Schnell, 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 schnell. Wow, gerade noch. Na toll, gehe ich jetzt hier... Alter, wie viele Wege. Krass, kommt direkt ein Raptor auf uns zu. Lol, habt ihr das gesehen? Der ist in den nächsten Raum. Nee, doch nicht. Ich krieg irgendwie Schiss vor dem. Ich heil mich lieber mal. Komm, Rocky. Chill mal nicht so viel. Greif mal lieber an. Ich glaube, hier ist es eher sinnvoller, dass er angreift. Weil irgendwie nervt das, wenn er die ganze Zeit chillt. Ja, übertreibt 263. Zack. Der Raptor ist geplättet. Na, gibt es hier noch irgendwas? Habe ich hier alles abgesucht? Ich denke mir mal ja schon. Sieht ganz danach aus. Na gut, dann gehen wir nach oben. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Ey, so viele Wege und Räume und ich habe keinen Plan, welchen wir gehen sollen. Sind wir jetzt letztens auch direkt hier rechts entlang? Nee, sind wir nicht, ne? Oh, hier waren wir noch nicht, weil das Ding hier ist, also der Kürbis ist noch nicht auf. Ah, wir haben Leben gefunden. Schön. Leute, wartet mal kurz. Bis gleich. So, ich habe mich informiert und ich weiß jetzt auch, wo wir hin müssen. Und ich habe mich vertan, hier gibt es doch keine Formel. Dann habe ich das verwechselt mit diesen einen, mit dieser einen Echse, wo ich mir gedacht habe, der gibt uns irgendwas, aber der lässt uns ja nur speichern. Das heißt, wir können jetzt einfach zu dieser Tür. Das müsste eigentlich dieser Weg gewesen sein, weil einige führen in den gleichen Raum. Habe ich gerade nachgeguckt. Und ja, wie es aussieht, werden wir tatsächlich noch einen Bossfight haben. Hallo Zwerg! Feuerauge? Hast du gerufen? Hey Süße, was willst du hier? Wer bist du denn? Rate mal, ich bin dein böses Ich und ich werde dich vernichten. So heiß der Vulkan auch sein mag, die Außentemperatur wird sinken, weil ich die Hitzequelle ausschalten werde. Die Eiszeit wird kommen und mein Dorf wird sterben. Gut kombiniert, Hasenhörn. Dann werde ich mit meinen Echsen die Welt regieren. Ich würde mich gerne noch mit dir unterhalten, Schätzchen, aber ich habe noch so viel zu tun. Also, halte die Ohren steif, du wirst jetzt verschwinden. Sag Hallo zum Schmusetierchen. Ja, dieses Schmusetierchen, was jetzt kommen wird, das ist immun gegen Feuer. Das heißt, wir können den Hitzeball vergessen. Sobald ich das noch in Erinnerung habe. Und ja, dieses Schmusetierchen ist ziemlich asozial. Denn, ja, ihr seht, es ist ein Tyrannosaurus Rex oder so ähnlich. In einer Metallform oder Stahl. Sieht auf jeden Fall ziemlich heftig, also kräftig aus. Oh nein, er macht eine Technik. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, er trifft alle. Oh, Mann. Genau deswegen. Und die Formeln von Feuerauge, diese Perlen, die können wir, glaube ich, auch nicht wirklich gegen ihn verwenden. Oh, Mann, der macht ziemlich gut Schaden. Ich glaube, wir hätten leveln sollen. Ich bin mir nicht sicher. Reinkarnation. Ich weiß nicht, ob das jetzt heilt oder nicht. Ich glaube, das hier macht ihm aber Schaden. Außer die Feuertechniken. Lavarex, genau, der ist ein Lavarex. Doch, 73, nicht schlecht. Also,
Immerhin, wir können uns wehren. Oh nein, Rocky, du bist ja fast tot. Nein, Rocky. Ah, ich sollte das lieber für mich verbannen. Und Rocky, tut mir leid. Ich muss dich leider sterben lassen. Komm, Rocky. Hau ihn eins über. Los, raste richtig aus. Na, da, 260 Schaden gemacht. Boah, geil. Ah, meine Fresse. Nein, Rocky, du bist tot. Komm her, du. Alter, ich wollte gerade Ah, Mann, ey. Ich habe Angst vor seiner Technik, deswegen sollte ich mich noch mal kurz heilen. Ja, es wird ein bisschen knapper als sonst. Los, Rocky. Los, greif ihn an. Du machst so krassen Damage, du solltest ihn wirklich angreifen. Bams, ja, gut. Der heilt sich nämlich immer 72 KP, wenn der Pisser dann immer sich verpisst. Ah, Mann. Nein, der wird uns doch jetzt nicht killen. Nein, 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 nein. Oh. Scheiße, war das knapp. Das war verdammt knapp. Boah, krass. Rocky, du hast geschafft. Fein, das hast du fein gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den jetzt so schnell plätten. Aber Rocky, diesmal konntest du mehr bewirken als beim Sumpfkampf. Ich bin stolz auf dich. Hast du fein gemacht. Brav. Okay, okay. Wir haben die Schlacht verloren, Mr. Horrorjumper, aber nicht den Krieg. Ihr wollt Hitze? Kein Problem. Bis bald. Ja, die Explosion, die schleudert uns quasi aus dem Vulkan. Dass wir das überhaupt überleben werden, ist schon heftig. Aber, naja, es ist halt ein Spiel. Ja, wir landen jetzt auf diesem Floß hier. Keine Ahnung, ob das nachher hängen bleibt, deswegen mach ich mal ein Safe. Oh oh. Ja. So würde ich auch gucken, wie Rocky. Stunden später. Ja, wir sind nämlich getrennt worden von unserem besten Freund. Wow, nun weiß ich, wie sich der Typ in der blaue Hai gefühlt haben muss. Ich hoffe nur, dass der Hai ausbleibt. kein Zeichen von Rocky. Rocky, wo steckst du? Ich sollte mich mal hier umschauen. Ja. Rocky ist uns abhanden gekommen, aber es ist witzig, wo er gelandet ist. Das werden wir ja natürlich auch noch sehen. Ich weiß gar nicht mehr, gab es hier irgendwie so einen Weg? Nee. Wir sollten uns hier ein bisschen erstmal umgucken. Ich glaube, ja, wir gehen mal hier rein. Na? Bitte sag mir nicht, dass du auch nach dem Schatz suchst, oder? Wir brauchen hier nicht noch mehr Abenteurer. Es gibt Geschichten über einen wertvollen Schatz auf der anderen Seite des Flusses. Wenn ich meinen Schnupfen auskuriert habe, werde ich danach suchen. Vielleicht. Arg! Dieses Zeug ist schrecklich. Die Schätze der Wüstenküste sind wertvoll und rar. Der Herrscher von Alelachema Alter, der Name. Hat eine Belohnung auf sie ausgesetzt. Falls ich die Klunker finde, behalte ich sie. Na? Hier in Krotzkrübel herrschen raue Sitten. Doch die Jungs von der Westküste sind noch härter drauf. Mein Bruder Erwin ist der stärkste Mann weit und breit. Irgendwie tut er mir leid.
Was ist? Möchtest du mitmachen? Hau ab, du störst! Ich muss mich konzentrieren. Die boxen sich einfach so. Okay, hier gibt es nichts. Aber der Bruder Erwin, also das ist hier sein Bruder. Das ist ganz witzig. Wir werden ihn nämlich noch kennenlernen. Und der wird auch in der Story des Öfteren auftauchen. Es ist so, ja, was soll ich sagen? Er hat nichts im Hirn, aber er hat Muskeln. Sagen wir es mal so. Typischer Muskelprotz in dem Sinne. Oh, Nektar gefunden. Konnten wir die auch öffnen? Ich glaube nicht. Ich meine sogar, hier gab es irgendwo etwas. Nee, hier nicht. War das nicht hier? Ich habe verschiedene Dinge im Angebot. Hier mache ich sogar ein Sonderangebot. Wie kann ich dir helfen? Oh, yes. Ja, komm. Ah ja, stimmt. Es tut mir leid, aber du hast nicht genug Juwelen, um das zu kaufen. Ah, stimmt, wir müssen die Währung ändern. Boah, scheiße. Wo konnte man das nochmal? Danach müssen wir erstmal gucken. Wo konnte ich jetzt die Währung ändern? War das hier? Der Herrscher hat eine Belohnung auf die Schätze ausgesetzt. Ich suche auch danach. Ja, ihr seid alle so geldgeil. Boah, Leute, wollt ihr mich jetzt verarschen? Ausgerechnet da. Ausgerechnet da musste es hängen bleiben. Egal, wir wissen ja, da können wir später nochmal rein. Also muss ich da jetzt nicht unbedingt noch den Krug oder wie auch immer holen. Ja, genau, hier war das, glaube ich. Seit dem Anstieg der Fluten haben sich nicht viele Leute hierher verirrt. Leben gefunden. Nektar. Hier, bei der Kiste. Sei gegrüßt, Jüngling. Was kann ich für dich tun? In meinem Besitz befindet sich das Amulett des Charon. Für nur 10.000 Juwelen gehört es dir. Machen wir den Handel? Ja, ja, nein? Nein. Okay, gut. Ja, dieses Juwel erleichtert uns einiges. Das werdet ihr auch noch sehen. Aber so viele Juwelen haben wir jetzt gerade nicht. Und ich werde es mir auch erstmal nicht kaufen, da wir dieses Juwel auch woanders erstmal finden, glaube ich. Es gibt an den westlichen Ufern Schätze zu finden. Ich werde derjenige sein, der sie findet. Aha, okay. Genau, hier können wir chillen. Was? Hier ist alles geplündert? War ich hier schon? Nö, war ich nicht. Wasser gefunden. Hallihallo! Willkommen in diesem Hotel. Ruh dich doch aus. Kostet dich nur 20 Steine, also los. Möchtest du den Spielstand speichern? Ja, dann speichern wir kurz den Spielstand und weiter und bla und habt ihr nicht gesehen. Auf Wiedersehen. Ja gut, ich würde sagen, ich beende erstmal den Part und wir können im nächsten Part ein bisschen weiter gucken. Also dann, macht's gut, haut rein, euer Mr. Jumper. Auf Wiedersehen.